Soldaten, Matrosen, sorgt dafür, dass die Macht, die ihr jetzt errungen habt, nicht euren Händen wieder entgleitet. Gebt die Waffen nicht aus der Hand! Wir fordern Enteignung und gerichtliche Verurteilung der Kriegsschuldigen. Enteignung der Fürsten und Junker. Enteignung der Konzerne und Banken. Das sind die Mindestforderungen, welche die Revolution diktiert und die zugleich ein Prüfstein dafür sind, ob einer ehrlich für die Sache des Volkes eintritt. Es lebe die Revolution! Es lebe der Friede der Völker! Es lebe der Sozialismus! Hier, Gruß aus Moskau. In einer Botschaft begrüßen Lenin, Sverdlov und Stalin die revolutionäre Erhebung in Deutschland als das Finale einer neuen Epoche. Der Epoche des siegreichen Sozialismus.